Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Weil sich viele immer gewünscht haben, gibt es wieder ein dreitägiges Food Diary von uns. Das heißt, wir werden euch 3 Tage lang jeden Tag zeigen, was wir so essen. Wir beginnen auch gleich mit dem Frühstück. Heute haben wir uns einen Frühstücksbrei gemacht. Das sind um die 50 Gramm Buchweizenflocken, dann Dinkelflocken, aufgekocht mit Mandelmilch, ein bisschen gesüßt mit Agavendicksaft und ein paar Goji-Beeren. Und dazu trinken wir gerne in der Früh ein Ingwerwasser. Dazu schälen wir die Ingwerknolle, schneiden sie in kleine Stücke und gießen sie dann mit heißem Wasser auf. Zum Mittag haben wir uns heute Reisnudeln gemacht. Davon ist jeder 70 Gramm und dazu gibt es verschiedenes Gemüse und eine Currysoße. Danach gibt es noch ein paar M&Ms. Die sind im Moment unsere Lieblingssüßigkeit. Am Abend gibt es bei uns für jede von uns 1,5 Quesadillas. Das sind Tortillas gefüllt mit Tomatensauce, Kidneybohnen, Mais und Käse. Und dazu gibt es ein Avocado. Wir haben heute ein bisschen länger geschlafen und deswegen fällt das Frühstück aus. Zum Mittag hat sich jetzt jeder von uns so einen Teller Nudeln gemacht mit Tomatensauce, Mais, geschmolzene Mozzarella, ein paar Paprikastücken und dazu trinken wir ein Ingwerwasser. Wir gehören generell zu den Menschen, die nach dem Hauptgericht gerne etwas Süßes essen und deswegen haben wir uns hier kleine Zimtschnecken gebacken. Wir sind jetzt gerade ins Gym gekommen, wo wir jetzt trainieren werden. Während des Trainings trinken wir immer BCAAs. Die trinken wir von der Marke Ironmax und wo ihr die bestellen könnt, das verlinken wir euch in der Infobox. Nach dem Training gibt es jetzt bei uns einen Whey Shake und einen Imperius. Wir mussten jetzt gleich weiter zur Uni, weil wir jetzt noch ein paar Stunden Übung haben und für die Zwischenzeit haben wir uns ein Gemüsewecker gekauft. So, wir sind jetzt von der Uni nach Hause gekommen. Es ist kurz vor 10 Uhr abends und wir hatten jetzt noch total Lust, uns diese Haferflocken-Bananenkekse zu backen. Damit erübrigt sich jetzt, glaube ich, die Frage, ob wir Kohlenhydrate nach 18 Uhr essen. Guten Morgen ihr Lieben, für uns steht heute ein Shooting auf dem Plan, wo wir jetzt gleich nach Wien fahren werden. Es ist zwar noch nicht Mittag, also wir haben erst 10:30, aber wir ziehen das Mittagessen jetzt schon vor. Es gibt Süßkartoffelpüree und warm gekochten Quinoa mit Gemüse. So, das Shooting ist jetzt zu Ende und es ist jetzt ungefähr 3 Uhr nachmittags. Wir sind jetzt nach Hause gekommen und machen uns jetzt mal einen Snack. Wir essen eine große Schüssel Salat mit Dressing, Tomaten und Radieschen. Und dazu gibt es ein selbstgemachtes, gefülltes Kastenbrot. Das ist gefüllt mit Frischkäse, Paprika und Basilikum. Am Abend sind wir heute mit Freundinnen beim Mexikaner. Wir essen unser momentanes Lieblingsgericht. Das sind Süßkartoffelpommes und Burritos. Dazu verschiedene Soßen und allen voran Guacamole. Ja, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und wir konnten euch einen kleinen Einblick in unsere Ernährung geben. Und wenn ihr öfter solche Videos haben wollt, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Tschüss!